Er hält sich fit. Regelmäßig. Der Grund? Ungewöhnlich. Ja, es ist einfach die Liebe zum Leben und da gehört auch der Körper dazu. Und der soll natürlich jetzt auch schon in einem guten Zustand sein. Nicht erst später. Später heißt für ihn nach seinem Tod. Ich treffe mich mit Christian Röder auf dem Frankfurter Hauptfriedhof. Er möge diesen Ort durchaus, erzählt er mir. Was er nicht mag, ist der Tod. Eigentlich hat mich das schon in frühester Kindheit beschäftigt. Ich denke, dass ich so im Alter von 6 Jahren irgendwann erfahren habe, dass wir sterben müssen. Und das war für mich erstmal ein großer Schock, dass da was Unausweichliches auf mich zukommt, was praktisch meine komplette Vernichtung bedeutet. Und seitdem ist das ein Thema für mich und ich suche auch nach einem Ausweg. Sein Ausweg heißt Einfrieren. Als Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für angewandte Biostase setzt er sich zusammen mit David Peter für die Forschung zur Erhaltung des menschlichen Körpers ein. Kryokonservierung heißt die Methode, mit der sich Verstorbene, gelagert in Flüssigstickstoff, in die Zukunft retten wollen. Für etwa 30.000 Euro garantieren bislang weltweit 3 Institute, die Körper so lange zu konservieren, bis eine Wiederbelebung medizinisch möglich ist. Für Christian Röder nimmt diese Option viel von dem Schrecken, den der Tod für ihn hat. Sein Kollege entschied sich zum Einfrieren aus einem ganz anderen Grund. Bei mir ist es tatsächlich eine ganz rationale Entscheidung gewesen, das zu tun, basierend auf einer Wahrscheinlichkeit. Wenn ich vergraben werde oder verbrannt werde, dann ist die Chance, in der Zukunft weiterzuleben vielleicht, 0. Wenn ich mich einfrieren lasse, ist die Chance größer 0. Das ist alles. In Deutschland ist Kryokonservierung nicht erlaubt, die Vorbereitung dafür aber schon. Mit Hilfe eines Kölner Bestatters will Christian Röder seinen toten Körper für den Transport in ein amerikanisches Kryonik-Institut vorbereiten lassen. Eine Konservierungslösung wird das Blut ersetzen. Kühl gelagert geht sein Leichnam dann per Flugzeug in die USA. Hier ist die Kryokonservierung schon seit 1968 möglich. Die Institute frieren je nach Wunsch den ganzen Körper oder aber auch nur das Gehirn ein. Diese Bilder haben für mich etwas Befremdliches. Ich frage mich, warum sollten wir denn ewig leben wollen? Unser Ziel ist, eine Verlängerung des Lebens in der Zukunft zu ermöglichen. Aber auch wenn das klappt, dann werden auch Kryoniker, die in der Zukunft wiederbelebt werden, auch irgendwann sterben. Das hängt einfach damit zusammen, dass unser Universum endlich ist. Unser Leben ist endlich, doch Gott verspricht uns ein ewiges Leben nach dem Tod. Diese Hoffnung, sagt Christian Röder, haben aber nur die, die an Gott glauben. Ja, ich habe mich in meinem Leben auch sehr viel mit Gott beschäftigt und ich kann mir das durchaus vorstellen. Es ist nur völlig unsicher. Ich weiß gar nicht, ob es Gott gibt. Das wird bis heute diskutiert. Es ist eben ein Glauben, den viele Menschen haben. Es gibt aber auch viele Menschen, die das für völlig unmöglich halten. Und gerade die sollten meines Erachtens ja auch eine Hoffnung bekommen. Christian Röder hat deshalb eine ungewöhnliche Entscheidung getroffen, trotz mancher Widerstände. Meine Eltern waren natürlich erstmal skeptisch. Eltern haben natürlich auch immer den Wunsch, das Kind zu beschützen, dass es nicht in irgendein Unglück stürzt. Bei meiner Freundin war es schon anders. Sie ist ja meine Generation. Sie hört sich das durchaus interessierter an. Und vielleicht ändert sie auch irgendwann ihre Einstellung und möchte auch länger leben. Für mich ist Einfrieren keine Option. Aber ich habe von Christian Röder etwas Wichtiges gelernt. Dass es viele verschiedene Antworten auf die Frage nach der eigenen Vergänglichkeit gibt.